Die Inhurgenta Munich findet in herausfordernden Zeiten statt. Wie haben Sie die Stimmung unter den Besuchern empfunden? Die Stimmung habe ich als hervorragend empfunden. Die Kunden freuen sich nach 2 Jahren, wo wir uns in der Branche eben nicht mehr richtig treffen und austauschen konnten. Denn das Wichtigste ist einfach die Emotion unserer Branche, sowohl für die Schmuckbranche als auch für die Uhrenbranche. Und deshalb sind wir alle froh, dass wir uns endlich wieder sehen können. Und Sie haben ja noch einen Grund zur Freude. Sie haben mit der Max Bill Mega Solar den Inhurgenta Award gewonnen. Was bedeutet dieser Award für Junghans und was zeichnet die Uhr aus? Ja, der Inhurgenta Award, der hat ja mehrere Klassen und Prämierungen und wir sind besonders froh und stolz, dieses Jahr eben den Retailer Choice gewonnen zu haben. Denn wir haben mit der Max Bill Mega Solar eine Uhr gemacht, die besonders unsere Fachhändler begeistert und das auch in den letzten beiden schweren Jahren sicherlich mitgestützt hat. Und deshalb sind wir umso dankbarer und freuen uns, dass wir genau diesen Award gewonnen haben für diese wunderschöne und sehr funktionale Uhr. Was ist denn das Besondere an der Max Bill Mega Solar? Ja, das Besondere an dieser Uhr ist, dass sie erstmal ganz normal aussieht. Die hat ein wunderschönes Design, nämlich unser Max Bill Design. Aber die Uhr kann vieles, was Junghans in den letzten Jahrzehnten auch gefördert, entwickelt hat. Die Uhr hat ein Solarzifferblatt, obwohl Sie es gar nicht sehen. Wir drucken dieses Zifferblatt in Schramberg und die Solarzelle ist unter dem Zifferblatt angeordnet. 2 Minuten Licht am Tag genügen, damit die Uhr den ganzen Tag versorgt ist. Natürlich ist es eine Funkuhr, die 4 verschiedene Frequenzen auch empfangen kann, aber die Uhr ist zusätzlich auch per App connected, denn die Uhr kann synchronisiert werden über das Telefon in Ländern, wo das eben nicht möglich ist. Und sie hat den Werkstoff Titan. Die Uhr ist unglaublich leicht, sehr hautfreundlich, sehr hautsympathisch und sie spüren sich fast gar nicht am Arm. Ganz viele Argumente für die Uhr und genau das alles sucht man und hat man bei Junghans in den letzten Jahrzehnten gefunden. Und das alles in einer Uhr zu kombinieren, macht uns sehr, sehr stolz und hat auch gefallen. In den Zeiten der Pandemie hat die Digitalisierung einen Riesenschub bekommen. Auch der E-Commerce hat im Uhrenbereich stark zugenommen. Junghans hält trotzdem nach wie vor am Fachhandel als starken Partner fest. Was kann der stationäre Fachhandel, was der Online-Shop nicht kann? Ja, es gibt Dinge, die natürlich nur im echten Leben möglich sind und das ist einmal eine Beratung, das ist ein Austausch, zu erkennen, was will der andere oder was hat der andere vielleicht noch gar nicht gesehen. Ich glaube, man darf auch gar nicht so stark diversifizieren zwischen dem stationären Fachhandel und auch dem digitalen Handel, denn wir alle werden digitaler, nicht nur wir als Marken. Und Digitalisierung hat auch eine große Chance, denn wir erreichen über die immer besseren digitalen Medien natürlich auch viele Fans für die Marke und auch unsere Fachhändler. Händler werden digital. So haben wir jetzt hier auf der Messe für unsere Händler schon eine Foto- oder Videoecke eingerichtet, wo sie eben mit dem richtigen Licht, mit Reflektoren auch selber digitales Marketing betreiben können. Aber eines geht eben viel, viel besser, wenn man sich im Geschäft trifft. Man kann die Wünsche eines Kunden erfragen, man kann seinen Kunden ganz anders einschätzen und ihm Dinge zeigen, die er vielleicht selber gar nicht entdecken würde, obwohl das Netz ja sehr groß ist. Also persönliche Beratung geht im Geschäft viel besser und deshalb stehen wir auch zum Fachhandel und er ist auch unsere stärkste Stütze und unser wichtigster Vertriebskanal. Vielen Dank, Herr Stotz.